Sie was sagen? Nee. Ihre Ladung, bitte. Hab keine. Ausweis. Hm. Wissen Sie denn, wo Sie hinwollen? Ja, zum Winkel. Oh. Sie werden ja immer jünger, immer hübscher. Guten Tag, Herr Hallo. Servus. Herr Liebling, Sie gibt's ja doch noch. Und? Sie gibt's ja auch noch. Haben Sie schon was zu sich genommen? Nein, nein, danke. Ich habe außerdem noch einen Termin. Oh, gratuliere. Zu der Uhr? Soll ich Ihnen mal was sagen? Hongkong. Ja, man weiß ja, dass Sie ein gemachter Mann sind. Berlin ist ein Dorf. Termin bei Gericht? Gottes Willen. Können Sie verschieben und wir essen. Soll ich Ihnen noch was sagen? Ich bin bloß zum Pinkeln hier. Deshalb sind Sie bis hier hochgestiegen? Und wegen dem Blick. Und wegen dem Geruch. Diese Mischung aus Urin, Angstschweiß und Bonawachs. Verstehen Sie? Na kommen Sie, ich sehe Sie vielleicht nicht wieder. Und ich habe ein Anliegen. Als die Knackis aus dem Osten rüberkamen, Rummelsburg, Pankow, Lichtenberg, das werden Sie ja gehört haben, es war ein ziemlicher Aufriss. Wir dachten, die sind froh, wenn sie aus ihrem Bruchbrunnen rauskommen. Von wegen Zopfgas. Weil sie bei uns ihre Piepmätze, Meerschweinchen, Kaninchen abgeben mussten, hieß es gleich, ist ja ein toller Rechtsstaat. Ist ja schlimmer wie im Osten, wir wollen wieder zurück. Wir mussten sie Stück für Stück ins Heim geben. Die Viecher? Die Viecher. Den Kerlen haben wir gesagt, was ist denn nun mit den unmenschlichen Haftbedingungen? Die waren noch unmenschlich, haben die gesagt, aber nicht mehr die letzten Monate nach der Revolution. Inzwischen sind sie alle weg. Regelvollzug oder raus. Für einen Witz oder eine Klauerei hatten ja manche Jahre. So konnte es ja nicht bleiben. Nur einer, Hartig, Hajo, der ist immer noch hier. Der sitzt jetzt schon 3 Jahre in U-Haft, ohne rechtskräftiges Urteil. 3 Jahre, da muss doch was passieren. Was hat er denn gemacht? Politisch? Ach, er soll seine Freundin umgebracht haben. Lebenslänglich. Hartig, komm mal runter, da ist jemand für dich. Bleiben Sie ruhig oben. Ich will nur eins, meinen Erich wieder haben. Jetzt lass mal deinen Vogel, dem geht's gut. Besser als dir. Wenn Sie ihn freigelassen haben, zeig sie an. Wegen fahrlässiger Tötung. Sittiche können Europa an freier Wildbahn nicht überleben. Die werden von anderen Arten umgebracht. Da gibt's sowas wie Ausländerhass. Keiner hat deinen Erich umgebracht, schon gar nicht ich. Du kriegst ihn wieder. Du musst bloß ein bisschen was dazu tun. Bin doch verurteilt. Lebenslänglich, bin Mörder. Und warum bist du immer noch in U-Haft? Weil meine Anwältin Dings eingelegt hat. Gurken. Berufung. Ohne mir vorher zu fahren. Ihr Alter, der war in Ordnung, alle Isenthal. Hat man verstanden. Aber der ist verschütt. Ja, nehmen Sie sich einen anderen. Herr Mohrenhaupt kennt schätzungsweise sämtliche Anwälte Berlins. Hab ja ein Urteil. Wir drehen uns im Kreise, das war im Osten. Was hielt im Westen nicht? Was weiß ich? Denkst du an Anwalt? Ja, aber damals herrschte Frieden in Deutschland. Ich hab mir dem Richter nichts vorzuwerfen. Und die Dings, die Berufung? Die Isenthal war der Meinung, ich hätte es nicht getan. Haben Sie es getan? Na ja, doch. Ja oder doch? Ja. Alles Gute. War schön, dass ich das mal gesehen habe hier. Und? Und? Helfen Sie mal einem, der sich nicht helfen lassen will. Robert? Wolfgang? Wie guckst du mich denn an, als ob ich ein Geist wäre? Ja,
Entschuldige, wir haben uns fast ein Jahr nicht gesehen. Ja. Na, erzähl doch mal, wie geht's, was machst du? Ja, was mache ich? Ich habe mir den Traum meines Lebens erfüllt. Ich mache gar nichts. Ich liege den ganzen Tag auf der faulen Haut und zähle mein Geld. Traumhaft. Ja. Das ist das Leben, was ich mir immer gewünscht habe. Ja? Hat leider nie geklappt. Ich hetz von einem Gerichtstermin zum anderen, zwischendurch ins Büro, wo sich die Schriftstücke bis zur Decke stapeln. Daran erkennst du das Ausmaß der Kriminalität. Du bist ja selber schuld, wenn so viele Kriminelle frei rumlaufen. Ich? Ja. Wenn es weniger gute Anwälte gäbe, dann säßen die Verbrecher hinter Schloss und Riegel, wo sie hingehören. Soll ich deshalb schlechte Plädoyers halten? Das wäre die eine Möglichkeit. Die andere? Und die andere, du schmeißt den ganzen Kram hin und führst genauso ein beschissenes Leben wie ich. Sagtest du beschissen? Ja. Ich stehe morgens auf, wasch mich, werf einen Blick auf meine Freundin, putz mir die Zähne, werf einen Blick auf meinen Körper, frühstücke, werf einen Blick in die Zeitung. Hast du immer noch die alte Freundin? Nee, eine neue. Eine jüngere. Wahrscheinlich zu jung für mich. Beneidenswert. Sie spielt. Aha. Mit dir? Mit mir zweimal die Woche, wenn es hochkommt. Ansonsten Blackjack, Roulette und wie die Spielchen so heißen. Und was machst du inzwischen? Ich gehe spazieren im Park und werfe einen Blick zurück, wenn du verstehst, was ich meine. Sag bloß, du willst wieder Anwalt werden. Wenn es soweit ist, kannst du bei mir anfangen. Ich suche noch jemanden, der meine Arbeit macht. Da such dir lieber einen Dummen. Naja. Steht dir wirklich mehr als gut. Hm. Der Saum, aber schauen Sie mal. Das ist nur eine Druckfalte, das bügel ich in 3 Sekunden aus. Tja, wenn Sie meinen. Ja, wie gesagt, es war... Und sonst? Sitzt tadellos. Es war mit dem... War denn der Wagen fertig? Ja. Und wann war er fertig? Um 11:30. Und wann waren wir verabredet? Um 12. Na und jetzt ist es? 13:30, ich war noch auf dem Gericht. Ach, so nennt man das jetzt. War es denn ein gelungenes Verfahren? Wissen Sie vielleicht als Kontrast doch noch mal die 40, ne? Ja. Oder warten Sie. Hab ich denn gesagt, dass du als Anwalt aufhören sollst? Nicht die Bohne. War mein freier Entschluss. Der bezahlst du? Ich schreib's auf. Aber nicht das Beige bitte, das Grüne. Ja, gerne. Na, fehlt dir denn dein Gericht? Kann mir gestohlen bleiben. Vielleicht solltest du ja wieder anfangen. Dann kannst du immer sagen, ich war beim Gericht oder bei meinen Mandanten und brauchst dir keine Knolle besorgen. Weißt du, wie so ein Gericht stinkt? Ich meine, so ein Gebäude? Eklig. Ich komme um vor Durst. Kann ich jetzt zum Kilo Kaviar einladen und anschließend trinken wir noch ein paar Liter Champagner, wenn du willst. Vielleicht schaffst du erstmal die Tüten weg. Glaubst du, was ich machen will? Lena! Ist sie hier reingekommen? Entschuldigung. Gibt's hier in der Nähe eine Zockerkneipe? Eine? Die Sterne am Himmel. Geradeaus runter, rechts, links. Danke. Überspringen Sie mal den nächsten Wagen, ja? Ja, 5 Minuten. Geben Sie mir eine Chance. Es darf wieder gesetzt werden, bitte Spiel zu machen, mein Arsch. Chetons. 4000. 1, 2, 3, 4.
Bin ich dort bei Rechtsanwalt Isenthal? Ah, verstehe. Es geht um den Fall Hartig. Ist schon eine Weile her. Sagt Ihnen das was? Das sagt Ihnen was? Hören Sie mich noch? Entschuldigung, Hartig. Sagt Ihnen das was? Ah, das sagt Ihnen was. Das sagt mir nichts. Hören Sie mich noch? Hören Sie mich noch? Tut mir leid, bitte kommen Sie rein. Immer nach einer Minute bricht die Leitung zusammen, wenn einer anruft. Das wollte ich Ihnen gerade erklären, oder? Worum geht's denn? Um den Fall Hartig. Ach, Sie sind das. Gestalten Liebling. Isenthal. Und mich. Ja, kommen Sie rein. Haben Sie auch Schlangen und Vogelspinnen? Nicht, dass ich wüsste. Sind Sie mit dem Hartig verwandt? Nicht, dass ich wüsste. Sind Sie Anwalt? Ach was, der Mann sitzt immer noch in Untersuchungshaft. Akte futsch, Anwalt futsch, keine Verhandlung, kein Urteil. Und ohne Urteil kein Erich. Kein was? Kein Erich, ist ein Vogel. Sind Sie Staatsanwalt? Richter? Keins von dreien. Ich bin dem Hartig nur begegnet. Zufällig. Keins von dreien und trotzdem Sprecherlaubnis. Dann sind Sie ein Bulle. Ich habe bloß die Bitte, dass seine Akte ans Gericht kommt. Hartig. Ein Fall meines Mannes. Er hat ihn dann mir übergeben. Ich bin in Berufung gegangen, daraufhin hat mich Hartig abgelehnt. Dann kam der Kladderadatsch 89 und das Ende der Rechtsprechung im Osten. Sagen Sie einfach Ihrer Sekretärin, sie soll die Akte kopieren, eintüten und nach Moabit schicken. Das wär's. Das scheitert schon daran, dass ich keine Sekretärin habe. Sie ist meinem Mann in Treue gefolgt. Da kann er aber stolz sein. Kann er. Sie war eine gute Kraft. Außerdem habe ich kein Kopiergerät. Können Sie ja zumachen. Haben Sie Ihre Robe noch? Also, ohne Kopiergerät, ohne Sekretärin kann so ein Laden niemals laufen. Mit und quittieren Sie mir das bitte. Was sind Sie denn nun eigentlich wirklich? Presse? Ich bin Privatier, falls Sie wissen, was das ist. Außerdem Chauffeur, Masseur, Reisebegleiter, Betreuer in allen Lebenslagen, Kuscheltier, Bademeister, Psychopath und Psychotherapeut. Ist das nicht ein bisschen viel auf einmal? Und Sie sind in Berufung gegangen, weil Sie es nicht für Mord gehalten haben, sondern für Totschlag. Wissen Sie, ich habe jetzt keine Lust, über den Fall zu reden. Blättern Sie einfach in der Akte nach auf dem Weg zum Gericht. Ich finde mich schon raus. Bin ich nur gegangen, weil der Vater von Hartigs Freundin gedroht hat, er tritt aus der Partei aus, wenn Hartig nicht lebenslänglich kriegt. Der Mann war ZK-Sekretär. Da hat natürlich das Gericht gekuscht. ZK? Was ist denn das? Zentralkomitee. Ich finde mich schon raus. Du gut aus. Ach, der Teig gewusst.
Eines schönen Tages kommen Sie und holen mal hier raus. Sie kommen und stehen vor mir und sagen, Senta, ich mach wieder eine Praxis auf. Und du kommst wieder zu mir und wir nerven die Gerichte bis an unser Lebensende. Chef, wissen Sie, was das hier ist? Ja. Das ist eine Rechtsfabrik, aber keine Anwaltskanzlei. Wir machen sie recht wie anderswo Knöpfe. Ich glaube, ich habe es nur deswegen so lange ausgehalten, damit Sie mir finden, wenn es soweit ist. Ist doch gar nicht so schlecht hier. Hören Sie auf. Hier stimmt bloß eins. Das Geld. Weißt du, was ich dich eigentlich nur fragen wollte? Ob du mir das hier mal abtippen kannst. Keine neue Praxis? Keine. Ja, tippt eben keine Wunder mehr. Du weißt genau, warum ich damals aufgehört habe. Ich hatte eine Sinnkrise. Quatsch. Das war doch bloß die Tussi damals mit ihrem Schlafzimmerblick. Hat sie ihn sitzen gelassen? Kommst du denn darauf? Oh, man hört so allerhand, wenn man nicht weghört. Nee, nee, die war mir bloß zu reich und zu dämlich auf die Dauer. Die hatte keinen Tiefgang, verstehst du? Das ist ja eine Akte. Eine richtige Gerichtsakte mit Urteil und alles. Im Namen des Volkes, wie bei uns. Das macht mir ein Scanner, wetten das? Den kleinen Schnurrbart hast du ja auch noch. Was hat er gemacht? Seine Freundin gekillt? Steht nicht fest, dass er es war. Sieht eher so aus, als ob da jemand dringend einen Mörder gebraucht hätte. Na, das soll vorkommen. Und Sie wollen jetzt rausfinden, wieso der... Ich will gar nichts rausfinden, Senta, meine Kleine. Ich weiß. Sie sind jetzt Detektiv. Hey, Chef, da brauchen Sie doch auch eine Sekretärin. Für Sie würde ich sogar zum alten Preis arbeiten. Echt? Naja, also für den Anfang jedenfalls. Wieso behält denn der meine Karte ein? Guten Tag, Herr Liebling. Haben Sie einen Moment Zeit? Ja. Unser Herr Montag hat wohl ein Anliegen an Sie. Danke. Tag, Herr Liebling. Tag. Bitte nehmen Sie doch Platz. Gell? Ja, am besten, ich zeige Ihnen das mal. Ja. Aha. Ja. Sieht doch gut aus. Moment. Soll das, das Minuszeichen bedeutet? Ja, das bedeutet es. Heute ist nicht der 1. April. Wir haben heute den 16. Oktober und der Computer irrt sich nicht. Haben Sie sonst eine Theorie dazu? Dazu braucht man keine Theorie, dazu braucht man... Unter Umständen die Polizei, aber das ist Ihre Entscheidung. Sie kennen sich da sicher besser aus, würde ich mal meinen. Würden Sie mal meinen. Ich stehe kurz vor der Rente. Erwarte einen geruhsamen Lebensabend, möglicherweise auf den Bahamas. Da ist eines Tages mein Konto geplündert und Sie würden mal meinen. Da bist du. Ja, hier bin ich. Schreib's? Um mal zu sehen, ob's noch geht. Was schreibst du denn? Einen Krimi. Toll. Ein Mann bringt seine reiche Frau um. Das heißt genau gesagt seine Freundin. Dieses Luder hat nämlich hinter seinem Rücken sein gesamtes Konto geplündert. Warum zeigt er sie nicht an? Weil der Idiot ihr selbst den Zugriff zu diesem Konto ermöglicht hat. Ich denke, die Frau hat selber Geld. Ja, aber da geht sie nicht ran. Sie spielt nämlich alles, was es gibt. Roulette, Blackjack, sogar dieses Hütchenspiel. Krankhaft. Auch nicht neu. Ja, aber versetz dich mal in die Lage von dem Kerl. Der ist nicht mehr der Jüngste. Tut sie ihm nicht leid? Doch. Sie ist erheblich jünger als er. Sie sieht auch ganz passabel aus. Er liebt sie. Aber er muss natürlich die Güter abwägen. Entweder arm wie eine Kirchenmaus an der Seite dieser krankhaften Zockerin oder
4 Jahre Knast und dann sorgenfrei und reich. Und Mörder. Damit kann er leben. Ende? Nee, nee. Nach 3 Jahren kommt er raus. Gute Führung. Jetzt will er sein Erbe antreten und was stellt sich heraus? Die Frau hat nicht nur sein Geld verspielt, sondern auch ihrs. Hat er sie also umsonst gekillt? Und was macht er jetzt? Jetzt fängt er wieder ganz von vorne an. Er tut das, was er auf keinen Fall mehr tun wollte. Er fängt wieder an zu arbeiten. Und was schreibst du wirklich? Eine Anzeige. An die Anwaltskammer schreibt man keine Anzeige. Die schreibt man an die Polizei. Und was schreibt man an die Anwaltskammer? An die Anwaltskammer schreibt man, wenn man als Anwalt wieder zugelassen werden will. Das ist es, was du vorhast. Dazu braucht man ein Büro, Telefon, Geld. Das Geld wirst du mir stehenden Fußes überweisen. Und zwar auf Heller und Pfennig. Mit Zins und Zinseszins, oder? Oder was? Oder ich versohl dir deinen süßen Arsch, dass du ihn zu nichts mehr gebrauchen kannst. Jedenfalls nicht zum Sitzen. Ja, ja, ich weiß. Bei Geld hört die Liebe auf. Ja, Geld ist eine der Möglichkeiten, sie kaputt zu machen. Du Spießer, du hast mir freie Hand gegeben. Zum Anlegen allenfalls oder für die Börse. Börse, Roulette, was ist denn da der Unterschied? Außerdem bin ich im Moment nicht flüssig. Dann verkaufst du eins von deinen Häusern. Zum Beispiel dieses hier. Und wo willst du dann wohnen? In der Deutschen Demokratischen Republik. Beziehungsweise in den neuen Ländern, weißt schon. Da gibt es juristische Probleme, die Masse. Und die Mieten sind vielleicht noch nicht so hoch. Mhm. So eine Tischtennisplatte gibt eigentlich einen sehr schönen Schreibtisch ab. Sie ist eben bloß nicht so sehr repräsentativ. Haben Sie sich das Ganze auch wirklich gut überlegt? Und Sie? Ach, ich muss doch nicht lange überlegen. Ich kriege einen neuen Partner und dann auch einen Mann. Ein Mann im Haus ist immer gut. Glauben Sie bloß nicht, dass ich eine Klospülung repariere oder sowas. Hey. Aber Sie kennen das Westrecht. Westrecht haben, kein Problem. Westrecht kriegen, großes Problem. Sie brauchen einen ehrlichen Anwalt. Sie brauchen einen flexiblen Richter und einen saublöden Staatsanwalt. Letzteren zu finden, kein Problem. Einen flexiblen Richter zu finden, großes Problem. Einen ehrlichen Anwalt zu finden, Riesenproblem. Ehrlich wäre zwar am längsten, aber die Zahl verhungerter, weil ehrlicher Anwälte ist Legion. Denn erst kommt das Fressen, dann kommt die Konkurrenz und dann weit abgeschlagen die, naja, Sie wissen schon. Aha. Da wären nur noch zwei Dinge zu klären. Was sagen Ihre beiden Sportler dazu und was kostet's? Meine Sportler werden sagen, erst machen sie uns die Sporthalle zu, dann dürfen wir nicht mal mehr zu Hause Tischtennis spielen. Und was die Kosten anlangt, dann müssten sie sich mit dem Vermieter gutstellen. Und das wäre in dem Falle ich. Sie? Ja. Mein Großvater, Anwalt, hat das Haus gebaut. Mein Vater, Anwalt, hat es geerbt, mein Mann, Anwalt, hat es verkommen lassen und ich will es wieder aufbauen. Ich würde sagen, 2000 kalt. Höre ich richtig? Sie müssen den Standortvorteil sehen. Sie meinen den Strich hier vor der Tür? Also bin ich viel zu feige und zu alt. 2000 warm, aber 3 Monate Kaution. 1,5 und ich hole die Kohlen hoch. 2000 ohne Kaution und die Kohlen holt der Große. 1,5 und ich beteilige mich an einer Gasheizung. Mit wie viel Prozent? 50. 50? Das ist fair. Aber 1,5? 1,5 und 50 und ich besorge eine Sekretärin, für die Geld noch nicht alles ist. Top? Sowas gibt's? Top? Top. Was das Falschen angeht, da brauchen Sie nichts dazu zu lernen. Danke. Und ein Bett wollte ich mir noch aufstellen. So schlimm ist es? Ja.
Was sein muss, muss sein. Ich habe da noch ein Zimmer. Bitte nicht. Na, nur mal ansehen. Ich möchte mit Ihnen nicht mehr feilschen. Mir gefällt's. Schön. Das ist ein richtiges Museum. Sagen Sie bloß, das war das Arbeitszimmer von Ihrem Mann. Und von meinem Vater und von meinem Großvater. Könnte ich gar nicht bezahlen. Aber jeder Mandant zahlt gut und gern das Doppelte. Warum besteht Hartig auf sein Lebenslänglich? Ich meine, die Sache mit dem Vogel Erich ist ja bloß ein Tick von ihm. Ich glaube, weil der Junge einfach für jemanden da sein will, wenn sonst schon niemand für ihn da ist. Irene wäre es gewesen, aber die ist ja nicht mehr. Und warum bringt er sie dann um? Weil wir die töten, die wir lieben, wenn sie uns nicht mehr lieben. Oh, das ist gut. Das schreibe ich mir nachher auf. Bitte. Und warum hat sie ihn nicht mehr geliebt? Und ist fremdgegangen? Wissen Sie das auch? Ich glaube, weil er ihr auf den Geist gegangen ist mit seiner ewigen Unterordnung. Die wollte gar nicht immer das Sagen haben. Die wollte schon auch mal was gesagt kriegen. Ach, gibt's das wieder? Das gab's schon immer. Und seine chronische Eifersucht und sein Suff. Aha. Jetzt fehlt bloß noch die Erklärung, warum er sich im Knast so heimisch fühlt. Vielleicht, weil er begriffen hat, dass er draußen nicht mehr zurechtkommt. Jedenfalls nicht mehr allein. Sie haben es doch gelesen, von den 36 Jahren seines Lebens war er praktisch die Hälfte drin. Mit Pausen. Ja, wenn Sie das alles so schön verstanden haben, frage ich mich, warum Sie dann trotzdem in Berufung gegangen sind. Habe ich Ihnen doch gesagt. Weil das Gericht so gekuscht hat vor dem Vater der Toten. Der hat gesagt, wenn das Gericht nicht für Gerechtigkeit sorgt, dann tut er das. Und in dem Fall gilt für ihn die Abschaffung der Todesstrafe nicht. Im Affekt. Sie hätten den mal sehen sollen. Dass ich Ihr Anwalt bin. Brauch keinen Anwalt. Irrtum. Sie brauchen jemanden, der Sie vertritt. 145 Prozessordnung. Und es bleibt bei lebenslänglich? Herr Hartig, man kann nicht immer alles haben, was man will. Was muss ich denn sagen, was dabei bleibt? Sie müssen fast Ihre gesamte Aussage ändern. Mach ich. Die haben die mir eingeredet, sag ich. 4 Wochen Verhör. Jeden Tag. Also gut. Dann brauchen Sie erstmal ein handfestes Motiv. Eifersucht. Eifersucht ist gut. Reicht aber nicht. Heimtücke fehlt. Ich hab's in der Falle gelockt. Aha. Na schön. In Ihrer eigenen Wohnung. Ich hab sie besoffen gemacht. Jetzt noch Habgier. Ich hab Geld geklaut, 5000 Mark. Konnte sie so viel haben? Als Friseuse. Und was haben Sie mit dem Geld gemacht? Auto gekauft. Sie hatten keinen Führerschein. Deshalb haben Sie ja andauernd Autos geklaut und sind damit in der Gegend rumgefahren. Habe ich sie wieder verloren? Das Auto? Ja. Schön. Und weshalb sind Sie 48 Stunden nach der Tat am helllichten Tag in Irenes Wohnung zurück? Ich wollte kicken, ob sie wirklich tot ist. Mensch, Hartig.
Die Genossen haben bei Ihnen zur Tatzeit mindestens 3,3 Promille ausgerechnet. Bei 3,6 ist der Mensch normalerweise weg vom Fenster. Sie hatten ja den ganzen Tag getrunken. Unter Zeugen. Die Pulle Wodka bei dem Mädel gar nicht gerechnet. Ja, stimmt. Sonst hätte ich das nie geschafft. Dann müssen Sie bloß noch erklären, wieso Sie einen Tag nach der Tat an eine Tote eine Postkarte schreiben mit dem Inhalt, Sie bitten Sie um Versöhnung. Um von mir als Mörder abzulenken. Na denn, Herr Hartig. Versuchen Sie Ihr Glück. Aber seien Sie sich darüber im Klaren. Auf die Art wird die ganze Sache noch mal aufgerollt. Von Anfang bis Ende. Und das kann dauern. Und was hat so ein Wellensittich für eine Lebenserwartung? Hä? Was sagen Sie denn? Ich? Wie alt so ein Vogel wird, oder was? Ach so, als Ihr Anwalt. Ja. Ja, bin ich ja nur leider nicht. Ja, trotzdem. Ich würde Ihnen raten, bleiben Sie bei Ihren alten Aussagen. Sagen Sie, dass Sie die Tat nicht beabsichtigt hatten, dass Sie sich gestritten haben, dass Sie im Sof ausgerastet sind und nicht mehr gewusst haben, was Sie tun. Also was so? Denn? Denn? Dann kriegen Sie 5 Jahre. 3 werden auf Ihre Untersuchungshaft angerechnet. Mindestens, vielleicht sogar 4, wegen der paraguay-mäßigen Zustände in Ihrer Untersuchungshaft. Bleibt 1 übrig. Und das wird auf Bewährung ausgesetzt. Scheiße. Und denn? Und denn? Sind Sie ein ziemlich freier Mann. Wissen Sie überhaupt, was das denn Schockmilch ist? Im Osten rin, im Westen raus. Im Osten ist nicht mehr. Die ganzen Versuchungen, alles ohne Irene. In ein paar Monate bin ich wieder drin. Immer knacki, alles wieder von vorn. Die Isenthal, ich kann sie umbringen mit ihrer Dingsberufung. Können Sie bestellen. Hab dich nicht so albern, wenn ich unbedingt rauskriegen will, bei welcher du abgestiegen bist. Wäre doch kein Problem. Interessiert mich doch gar nicht. Nebeneinanderfahren ist verboten. Ich habe ein Anliegen. Meine Kontonummer hast du ja. Kannst du dich an die Kinders erinnern? Den Bauunternehmer, die Frau und das Kind? Ja, ja. Sie hat eine Ermittlung am Hals. Wegen Mordversuch an Frau Dr. Grobe Leid. Ja, das wurde auch mal Zeit. Und weil wir uns kennen, kannten, haben die mich gefragt, ob du nicht einen guten Anwalt weißt. Da habe ich gesagt, vielleicht mach das ja selbst. Machst du wieder? Ich mach. Da brauchst du doch Klienten. Brauchen wir. Wir? Machst du nicht allein? Irgendwo musste ich ja unterkriechen. Du erinnerst dich vielleicht, wenn ich jemanden finde, der meine Arbeit macht, bin ich immer dabei. Kinder zahlen dir jeden Preis. Euch. Nein, danke. Kerl. Um noch mal zusammenzufassen. Ich kann nicht zugleich Sie und Ihren Mann vertreten. Da müsste ich ja gegen mich selber antreten. Ich kann doch nicht Sie gegen Ihren Mann verteidigen und Ihren Mann gegen Sie. Da müssen Sie sich schon entscheiden. Noch dazu, wo Sie sich gegenseitig bezichtigen. Na, wir dachten bloß, weil es billiger ist. Ist wohl besser, ich drehe zurück. Ich muss Sie darauf hinweisen, dass dieses Telefon in der Innenrichtung nur eine Minute funktioniert. Wenn die Sache also länger dauert, müssen Sie sich drauf gefasst machen, entweder ein Vermögen zu investieren oder Sie verraten mir Ihre Nummer. Ach, Sie haben kein Telefon. Scheint ja hier irgendwie sehr verbreitet zu sein. Tja, da müssen Sie vorbeikommen. Monbijou Platz 12. Senta, reiß dich ja zusammen. Wieso? Ich hab da noch gut die Kurve gekriegt. Aber diese Teil hier bringt mir noch vorzeitig unter die Erde. Mich? Ja, Sie auch. Uns alle. Wir brauchen einen neuen. Daran ist doch nicht der Apparat schuld. Na, dann müssen wir eben auf Funk umsteigen. Das geht so wirklich nicht. Muss investiert werden. Wächst mir ein Kornfeld in der flachen Hand? Naja. Erstmal haben. Dann kommt die Rechnung. Dann reklamieren, weil der Apparat irgendwie nicht richtig geht. Dann die Rechnung schmoren lassen, ein paar Mal mahnen lassen. Ich mach das schon. Es gibt einen Bauunternehmer namens Klinder. Such den bitte raus und gib ihn mir dann. Wenn das klappt, dann brauchen wir das Museum als Büro.
Wenn es sein muss. Vielleicht reden Sie gleich mal mit dem Herrn. Er hat ein Problem. Es ist Ihnen recht, Herr Küchenmeister. Herr Küchenmeister, wollen Sie einen Moment Platz nehmen? Ich bin gleich wieder für Sie da. Wenn Senta den Klinder nachher am Apparat hat, gebe ich den an Sie weiter. Ich habe Gründe, warum ich an den Fall nicht so ran will. Ah, deshalb das Museum. Genau. Und was hat er? Seine Frau hat ihn vergewaltigt. Sagt er das? Sie ihn? Bei der Frau? Mhm. So, Frau Küchenmeister. Im Osten ist irgendwie der Bär los. Gibt's dafür überhaupt einen Paragraphen? Nicht kneifen, Chef. Denken Sie an das Funktelefon. Hat es eigentlich mit diesem Vogelfreak, dem Hartig? Hartig? Das ist ein klassischer Ossi. Frei sein will er, aber am liebsten hinter Mauern. Sie haben Ihren Mann bereits angezeigt und... Und die Scheidung läuft auch. Und die Polizei hat Ihre Anzeige aufgenommen? Tja. Ich frage nur, weil es Vergewaltigung in der Ehe nicht gibt. Sind Sie verheiratet? Ich war. Dann war Ihr Mann wohl ein Engel. Das war er nicht. Was ich meine ist, vor dem Gesetz gibt es in der Ehe nur Nötigung. Ja, Nötigung ist oft genug vorgekommen, aber das war eine Vergewaltigung und darauf bestehe ich. Und wenn das bei Ihnen nicht geht, dann gehe ich zur Konkurrenz. Das können Sie, aber da steht auch nur dasselbe im Gesetzbuch. Kriegt einer für Nötigung dasselbe wie für Vergewaltigung? Leider nicht. Schweinerei. Jedenfalls wollen Sie, dass ich Sie vor Gericht als Nebenklägerin vertrete. Nee, ich will dabei sein. Na, das sind Sie ja. Und wer klagt noch? Der Staatsanwalt. Was hat denn der damit zu tun? Die Polizei ermittelt, der Staatsanwalt klagt und der Richter entscheidet. Und was machen Sie? Ich sorge dafür, dass keiner einen Fehler zu Ihren Ungunsten macht. Hatte denn Ihr Mann einen Anlass zu seiner Tat? Er hat gemeint, ich hätte ein Verhältnis mit einem anderen. Und wenn ich es mit dem mache, dann könnte ich es auch mit ihm machen. Ich wollte aber nicht. Und da ist er mit Gewalt über mich hergefallen. Der hat ja Bärenkräfte, vor allem, wenn er was getrunken hat. Das ist ja ein Fall, der sich unter Männern besser bereden lässt. Sie haben also Ihre Frau bereits angezeigt. Und zwar wegen... Sagen Sie es ruhig noch mal. Wegen Vergewaltigung. Wegen Vergewaltigung. Mhm. Und die Polizei hat Ihre Anzeige auch entgegengenommen. Sie haben gesagt, Vergewaltigung in Ehen gibt es nicht und schon gar nicht bei Männern. So sagt der Gesetzgeber, ja. Und dann hat er keine Ahnung vom Leben. Paragraf 179, sexueller Missbrauch, widerstandsunfähiger. Und das waren Sie ja, widerstandsunfähig. Frau hat ja mehrere Kräfte, wenn sie eine drin hat. Und? War das der Fall? Um die Wahrheit zu sagen, wir hatten beide. Lieber Mann, erzählen Sie mir nur Dinge, die Ihre Frau belasten und nicht die Wahrheit. Wahrheit ist etwas Wunderbares, aber vor Gericht ist sie immer nur das, was auch bezeugt werden kann. Ist die Sache denn jetzt zum ersten Mal vorgekommen? Die hat sich das langsam angewöhnt. Warum haben Sie Ihre Frau dann nicht schon beim ersten Mal angezeigt? Ist einem doch peinlich als Mann. Ich meine, was würden Sie dann machen? Ich? Ich fürchte, das würde bei mir gar nicht funktionieren. Na, sehen Sie? Außerdem ist ja einmal nicht so schlecht. Aber nur ständig. Man will ja schließlich selber bestimmen, ob ja oder nicht. Und wenn ja, wann? Aber ich weiß, womit das alles zusammenhängt. Dass ich meine Arbeit los bin. Und jetzt sind Sie mal was in meinem Alter. Da fangen Sie auch an zu saufen. Aber sie hat ihren Job verdient. Und jetzt denkt sie, sie hat bei allem das Sagen. Bett inklusive. Außerdem geht sie fremd. Wahrscheinlich Wessi mit Schlips. Und ich habe nicht die geringste Lust, der Ersatzspieler zu sein. Sind Sie sicher, dass sie fremd geht? Wie würden Sie das sehen, wenn ich Sie frage, wo sie das ganze Wochenende war. Und ich habe das Mädel am Hals und sie grinst bloß. Jedenfalls verlange ich Genugtuung. Ja, ja. Nur mal ganz unter uns. Haben Sie ein Verhältnis mit einem anderen Mann? Aber nur unter uns. Ja.
Was soll ich denn machen? War ja nicht mehr auszuhalten mit dem Kerl, seit sie seinen Betrieb zugemacht haben. Suff. Und dann kann er es nicht vertragen, dass unser einer plötzlich das Geld verdient. Und wenn dann einer kommt, der einen besser anfasst. Sie wissen ja. Ein Herr Glinder. Dann sind wir also klar. Ich vertrete Sie als Nebenklägerin im Verfahren gegen Ihren Mann und verteidige Sie im Verfahren gegen Sie selber, falls es dazu kommt. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, danke. Ja, wir sind dann soweit klar. Ich vertrete Sie als Verteidiger im Prozess gegen Sie. Und dann machen wir noch die Nebenklage gegen Ihre Frau. Billiger wird es dadurch nicht. Ich gebe Ihnen das schon mal mit. Ja, was hier zuvorkommt. Sie können ja in Raten zahlen. Ja. Da steht meine Kontonummer drauf. Ah ja, Wiedersehen. Wiedersehen, schönen Dank. Na, wie ist es gelaufen? Perfekt. Ich muss nur noch Staubwischen im Museum. Gratuliere. Chef! Ja? Ja? Tag, Papa. Was heißt hier Papa? Ich kann mich nicht erinnern, eine Tochter zu haben. Wie war noch mal Ihr Name? Mensch, lass bitte die Witze. Es ist wirklich wichtig, was ich dir zu sagen habe. Du brauchst also Geld. Ich auch. Wie du weißt, bin ich an eine krankhafte Spielerin geraten, die mir die Haare vom Kopf gefressen hat. Warum schaffst du dir nicht endlich eine neue Freundin an? Weil ich nicht ganz so flatterhaft bin wie du. Und nun komm langsam zum Ende, mein Schatz. Wir haben hier ein Dampftelefon, das pünktlich nach einer Minute abschaltet. Ich bin im Krankenhaus. Ja, das kommt davon, wenn man sich immer nur alte Männer als Liebhaber nimmt. Da fallen dann eben Krankenbesuche ab. Nimm dir einen Jüngeren, wenigstens so jung wie ich, dann kann dir das nicht passieren. Das habe ich diesmal gemacht, Papa. Deshalb bin ich ja im Krankenhaus. Hast du dich angestellt? So kann man es auch nennen. Na bloß, du hast AIDS. Falsch. Wenn du Mumps hast, damit ist auch nicht zu spaßen. Jedenfalls nicht, wenn man erwachsen ist. Das trifft auf dich zwar nicht zu, aber schon wieder unterbrochen. Ich weiß gar nicht, wie die auf mich kommen. Ich habe die eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Das ist eine entfernte Verwandte von mir. Hier ist der automatische Anrufbeantworter der Anwaltskanzlei Liebling Isenthal. Wenn Sie uns etwas zu sagen haben, bitte nach dem Pfeifton. Kiekst du, wa? Zugunsten des Angeklagten hat die Kammer berücksichtigt, dass es sich bei der Rauschtat um eine Spontantat gehandelt hat, die gleichzeitig von dem unentschiedenen Verhalten des Opfers mitverursacht wurde. Ebenfalls sind die langanhaltende Verfahrensdauer und damit die längere Untersuchungshaft für den Angeklagten positiv gewertet worden. In Abwägung aller für und gegen ihn sprechenden Umstände hielt die Kammer eine Freiheitsstrafe von 4 Jahren für Schuld angemessen. Die Vollstreckung der Reststrafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Ich protestiere. Dieses Urteil ist falsch. Infam und gewissenlos. Wer sind Sie denn? Ich bin der Vater der Ermordeten. Es war Ihr gutes Recht, hier als Nebenkläger. Reden Sie nicht von Recht. Ich habe gelernt, dass ich auch in diesem Staat kein Recht für meine sinnlos geopferte Tochter von einem zutiefst gesellschaftsfeindlichem Element geknebelt, misshandelt und hingeschlachtet. Jetzt reicht's. Ich habe Ihnen gesagt, es war Ihnen unbenommen. Ich habe mit meinen eigenen Augen gesehen. So, waren Sie dabei? Entschuldigung, Vorsitzender. Hinzu kommt, dass auch das sehr unentschiedene Verhalten Ihrer Tochter. Ach, der Ermordete ist schuldig, nicht der Mörder. Ich habe am Grab meiner Tochter geschworen, dass ihr Tod gesühnt wird. Und wenn es anders kommt, dann werde ich dafür sorgen, dass Sie alle zur Verantwortung gezogen werden. Werden Rechtsmittel eingelegt? Nein, danke, Herr Vorsitzender. Dann frage ich den Angeklagten, nehmen Sie das Urteil an? Nehmen Sie das mal nicht zu ernst, was Ihr Vorredner hier geäußert hat. Selbstjustiz, das überlegt sich jeder. Das bringt lebenslang. Erstens gibt es Leute, denen das egal ist, und zweitens müssen sie kriegen. Es gibt Leute, denen alles egal ist. Also, Herr Hartig, die Frage war, nehmen Sie das Urteil an? Denken Sie an Erich. Heißt das, Sie lehnen ab? Nee, nee.
Sieht eigentlich aus wie zu Hause. Wo ist denn jetzt der Osten? Da lang. Und wo ist die Frankenstraße? Das dürfte Schöneberg sein. Wo ist das? Ungefähr da lang. Westen. Mhm. Haben Sie da Verwandte? Ja, kann man so sagen. Und wie ist mit dem Geld? War wohl nicht mit der Währungsunion im Ostknast, wa? Schon. Aber sehen Sie mal aus dem Fenster, wenn Sie keinen Kopf haben. Den jetzt gut. Soll so sein. So ein Vogel vermisst seine Freiheit ja nicht. Weiß man's? Vogel müsste man sein. Erich, mein Kleiner. Komm. Komm, mein Kleiner. Na komm. So. Erich, kannst du mal denn wieder? Gib Onkel Küsschen.